Ja, man sieht, die Schuldenkrise Europas kennt viele Opfer und die haben eben nicht nur griechische Namen. Dazu gehört der arbeitslose Jugendliche in Spanien genauso wie der Kleinanleger in Irland oder die Geringverdienerin in Italien. Das sind die Menschen, die die Krise und ihre Sparzwänge am meisten zu spüren bekommen. Und dann gibt es da noch ein eher abstraktes Opfer. Es ist der Zusammenhalt, die Solidarität. In der Krise denkt nämlich jeder zuerst an sich selbst und so halten es auch die nationalistischen Parteien im reichen Südtirol. Sie sehen überhaupt nicht ein, warum sie zugunsten der ärmeren Regionen Italiens sparen sollen. Antje Pieper. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. In den Gärten von Schloss Trautmannsdorf begrüßt Landeshauptmann Durnwalder die 4 Millionsten Besucher. Südtirol ist ein Erfolgsmodell, doch nun soll man für die Schulden des Restes Landes einstehen. 1,3 Milliarden fordert Rom, das sind 20% des Jahreshaushalts. Alles illegal, meinen die Südtiroler. Die Regel stellt fest, Südtirol kriegt 90% der Steuern. Nur Italien ist finanziell am Ende und muss einfach Geld eintreiben. Und deshalb versucht es, Südtirol zur Kasse zu bitten. Und das in einer Zeit, in der andere Regionen Schlagzeilen machen mit dekadenten Toga-Partys. In Latium wird ein Parteifunktionär verhaftet, weil er öffentliche Gelder für Luxusautos ausgab. Das alles verstärkt den Eindruck, Südtirol spart, die anderen verprassen. Und jeder, der hier lebt oder auch durchfährt, sieht, dass es hier einfach viel besser funktioniert. Das, was wir bekommen haben, mit weniger Geld, mehr Effizienz, einfach ein europäisches Niveau. Aber wenn man denkt, dass Rom insgesamt als Staatsapparat weit mehr als doppelt so viel kostet wie Berlin oder London, aber bei einer weit geringeren Funktionsweise und Effizienz, dann ist das einfach viel zu viel und man muss dort aufräumen, wo es wirklich Not ist. Der Ruf nach Selbstständigkeit wird immer größer. Alles unrealistisch, meint Landeshauptmann Durnwalder. Er will sich zwar von Rom nicht vorschreiben lassen, wo gespart werden soll. In Sachen Verwaltung mache der Region schließlich keiner was vor. Aber ansonsten gibt er sich verhandlungsbereit. Auch Südtirol muss Opfer bringen, denn auch Südtirol lebt in diesem Staat, auf diesem Schiff. Wenn das Schiff untergeht, dann geht halt auch Südtirol in der ersten Klasse unter. Doch eine andere Rechnung sei auch einfach. 500.000 Einwohner hat Südtirol. Sie allein werden nicht reichen, um Italien von seinem Schuldenberg zu befreien. Tja, ist es nun gut oder schlecht, wenn viele kleine Teile ein ganz großes bilden, ein großes Ganzes? Die Südtiroler Separatisten würden diese Frage wahrscheinlich anders beantworten als Europas Regierungen. Die betonen ja gerne das Positive am Zusammenwachsen des Kontinents. Aber im Alltag wird das Bekenntnis oft von nationalen Interessen verdrängt.